Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt und ich muss erstmal schauen, wie ich hier weitermache bzw. was ich jetzt vorhatte. Okay, Methankartuschen können wir ja jetzt herstellen. Hier draußen haben wir Auberginen drin. Die kommen auf jeden Fall alle hier rüber. Da haben wir noch eine ungewöhnliche Larve. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Gemeinlarven. Ungewöhnliche Larven. Frage ist Methan. Wo hatten wir ein Methan jetzt? Wir haben hier Methan. Okay. Bohnen. Die werde ich mal essen. Kürbis. Weizen brauchen wir, glaube ich, auch. Aber Weizen ist noch nicht fertig. Hier haben wir auch noch Auberginen drin. Muss ich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden hier. Weil ich weiß auch nicht genau, was wir eigentlich als nächstes machen wollten. Also wir haben auf jeden Fall einen Teleporter. Den hat man ja hier hingestellt, ne? So viel wie ich weiß. Und damit können wir definitiv ins Vulkangebiet. Und da hatten wir ja, glaube ich, unsere Dinger hier, ne? Unsere Obsidian Teile. Ja, die stehen hier unten. Wir wollten auf jeden Fall mal Silizium nehme ich mit. Ich will mal ganz kurz hier rein. Das Obsidian nehme ich mit. Ich glaube, Eisen brauche ich halt nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben ja den Planeten schon so weit terraformt, dass wir okay, sieht schlimm aus hier. Dass wir relativ unbesorgt atmen können. So, warte mal, das ist Osmium. Obsidian. Oh, da haben wir auch relativ viel eigentlich. Mal gucken. Silizium und Aluminium, Kobalt und Magnesium sind wir nämlich schon voll wieder. Okay, das ist aber nicht so. Das ist aber nicht so schlimm. So, einmal trinken. Ich glaube, Essen haben wir. Okay, Essen nehmen wir aber mal was mit. Wollen wir ein bisschen was erkunden gehen? Die Frage ist natürlich, können wir was Neues bauen? Weltraumhandelsrakete haben wir. Grasverteiler. Ich glaube, die Schmetterlingskuppel haben wir. Biodomstufe 2. Was haben wir? Haben wir Biodomstufe 1 nur? Müsste ich das ja jetzt abreißen? Sehe ich das? Aber eigentlich müsste ich ja alle Biodomstufe. Das ist denn Biodomstufe 1 gewesen? Ach, Biodom, das ist das hier, ne? Perfekt, um Pflanzen anzubauen, Sauerstoff zu erzeugen. Das habe ich überhaupt. Biodom. Hä, das habe ich doch gar nicht gebaut, oder? Erzeugt Baumrinde, ja. Das erste Biodom habe ich doch gar nicht. Oder ist das das hier? Ist das das Ding hier? Ah, das ist das hier. Okay, gut, 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 gut. Dann lassen wir das jetzt. Fische sind wir bei 10%. Wir hätten eigentlich auch noch zwei Koordinaten, wo wir eigentlich hin müssten. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Ich habe hier 1565. 1565. 109 ist die Höhe und 2500. Das müsste ja theoretisch gesehen irgendwo irgendwo hier hinten in der Gegend sein. Da könnten wir theoretisch gesehen mal hinfliegen und mal schauen. Ich könnte eigentlich Sachen mitnehmen für ein
1500 und 2500. Das müsste ja dann eigentlich, müsste erstmal zu der 2000. Ne, warte mal, 2500 ist ja dann. Ist ja da weiter, da war ich doch, glaube ich, schon mal. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Und auf jeden Fall in die Richtung. Okay. Aber ich glaube, hier hinten in der. Ich glaube, da waren wir schon bei den Koordinaten. Obwohl, das ist nicht die geheime Höhle, die war. Okay, das ist was anderes hier. Mal Zeolit nehmen wir mit. Da sage ich nicht nein. Und 1500. Das müsste ja irgendwo hier hinten sein. Jetzt schon zweimal, ja. Wenn ich das finde. Und Höhe 109. Das müsste ja also dann irgendwo auf dem Berg sein. So, 2500. Wird ja. Geht ja. Da weit. Ah, hier komme ich auch noch nicht rein, ne? Weil da brauche ich ja. Mal 2500. Das könnte auch hier oben sein. Das könnte auch hier oben sein. Oder hier hinten drinnen. Nee. Ich muss jetzt erstmal wieder. Müsste ja eigentlich theoretisch gesehen irgendwo hier sein. Irgendwo hier. Muss ich nur noch der. Guck mal, wenn ich jetzt noch die andere Höhe brauche. Also auf dem Ding definitiv nicht. Vielleicht hier. Ja, drüben komme ich nicht hoch, ne? Na gut, hoch komme ich hier. Aber das ist schon. Das ist schon wieder viel zu hoch. Auf dem Stein hier oben drauf. Ja, das ist definitiv zu hoch. Aber ich bin auf jeden Fall hier irgendwo. Da unten ist was. Guckt mal. Da haben wir so einen weiteren. Na, da brauche ich 3 Schlüssel zum Einsetzen. Dann geht das hier wahrscheinlich auf. Wie viele Schlüssel habe ich denn hier? Warte mal, kann ich hier vielleicht so eine Leuchtfahne hinbauen? Titan, Silizium, Aluminium. Also Titan, Silizium ist nicht das Problem, Aluminium ist das Problem wahrscheinlich jetzt. Bohnen, Auberginen. Aluminium fehlt mir, Eisen. Magnesium.
Titan. Also irgendwo jetzt hier so eine Kiste finden, wo Aluminium drin ist. Wäre schon geil. Aber ich glaube, da werden wir schlechte Karten haben, hier überhaupt irgendwo Aluminium zu finden. Wie gesagt, hier ist zwar ein Raumschiff. Also wie gesagt, die Koordinaten habe ich auch gefunden. Aber... Oh, hier ist die. Okay. Pulsarquarz, Eisen. Oh, vielleicht finde ich hier sogar ein bisschen Aluminium. Nee. Pulsarquarz, was ist das? Magnetarquarz. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das ist, glaube ich, die Höhle hier. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit drin. Da hinten ist noch eine Kiste. Superlegierung, Aluminium, sehr gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das schmeißen wir raus. Das schmeißen wir raus. Gemeine Larve nehmen wir mit. Das muss ich nur irgendwie wieder hier rauskommen, ne? Muss ich nur irgendwie wieder hier rauskommen, den Ausgang finden, damit wir... Damit wir suchen können. Okay, warte mal, das war dort vorne irgendwo. Ich werde hier auf jeden Fall, wie gesagt, so eine Fackel hinstellen. Da brauche ich nämlich, wie gesagt, 3 von diesen Schlüsseln. Das war jetzt irgendwo... Hier war das Raumschiff und hier hinten... Na ja, gut, eigentlich findet man es... Eigentlich findet man es relativ einfach, ne? Hier nicht. Aber hier, ne? Ne, hier auch nicht. Noch einmal hier drüber. Und da haben wir das Ding, ne? Und da brauchen wir 3 Schlüssel. Okay. Wir machen da... Ich mach das grün, ne? Und dann sage ich... Wächter. Das müsste ja dann eigentlich auf der Karte theoretisch gesehen sehen, genau. Okay, dann hätten wir die Koordinate auch abgearbeitet. Vielleicht habe ich ja sogar 3 so eine... 3 solcher Schlüssel zu Hause. Dass wir da einfach mal reingucken können. Ja, das Zeolit, das nehme ich alles mit. Ich könnte natürlich auch mit meinem Buggy da hinfahren. Aber ich glaube, da ist die Gegend etwas sehr... da ist die Gegend ein bisschen... bergig und so. Da sieht man nicht... Oh, Raketentriebwerke, die muss ich eigentlich mitnehmen hier. Aluminium lassen wir mal draußen. Dünger können wir auch mitnehmen. Die Lerma-Samen brauchen wir eigentlich. Die Bohne können wir mal essen. Den nehmen wir mit. Eisen brauchen wir nicht. Fester. Den nehme ich mal mit, weil ich glaube, da kann man auch neue Bäume machen mit den Samen. Wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal. Terraforming Ingot steht bei 43,36 GTI. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich muss mich auch ein bisschen wieder reinfetzen, weil ich habe ewig lange nicht gespielt.
Ich hatte ja immer schon ein paar Folgen im Voraus. Ich glaube, hier brauche ich... Oh, hier ist eine Leiterplatte drin. Ach du Kacke. Warum ist hier noch eine Leiterplatte drin? War ich hier nicht schon mal... War ich hier nicht schon mal drin? Dann habe ich die einfach übersehen. Die Klasse. Unser Schiff aus unbekannten Gründen. Ja, doch, das... Das hatte ich schon mal gesehen, aber mit der Leiterplatte kriegt man vielleicht noch einen neuen Bauplan. Also mit der... Naja. Mit der Chipkarte da. Ich weiß gar nicht, wie viele Wächterschlüssel wir insgesamt haben. Wenn wir drei haben, könnte man theoretisch gesehen dahin gehen und mal gucken, was da dort hinter ist. Wenn ich hier mal durch meine Bäumchen durchkomme. Oh, hier sind meine... meine Energiequellen. Das passt alles. So. Müssen wir mal schauen hier. Also. Die Triebwerke kommen da rein. Den Bauplan. GPS-Satellite Stufe 4. Sehr schön. Die werden wir gleich. Die werden wir auf jeden Fall gleich probieren zu machen. So, Zeolith kommt hier rein. Da haben wir nämlich. Nicht vier Iridiumstäbe haben wir hier. Hier haben wir die normalen Stäbe erstmal nur. Warte mal, Dünger hatte ich. Uran. Schwarzpulver haben wir auch. Leiterplatten haben wir nicht. Magnetar. Plasa. Sonnenquarz haben wir nicht mitgenommen. Pulsar haben wir. Obsidian Superlegierung. Iridium habe ich aber auch irgendwo, ne? Iridium habe ich auch irgendwo. Schwefel, Dünger und diese komischen Larven habe ich hier, ne? Gemeine Larve, gemeine Larve. Okay. Packen wir hier mit rein. Dünger packen wir hier hinten mit rein. Schwefel haben wir hier. Das kann ich essen. Nehme ich mir eine kleine neue mit. Jetzt muss ich auch noch mal schauen, was diese Rakete braucht. Die werden wir auf jeden Fall noch nach oben schicken. Mit diesen komischen Samen können wir da neue Bäume machen. Ne, da brauchen wir diese komische Orema-Pflanze. Das hier sind die Pflanzen, die geben nur 125, okay. Die brauchen wir dann eigentlich... Brauchen wir dann eigentlich nicht, okay. Dann schauen wir mal ganz schnell, was diese GPS-Rakete Stufe 4 braucht. Die 3 haben wir. Die hefte ich mal an hier, ne? Okay, wir brauchen zwei Leiterplatten. Zwei Leiterplatten in Triebwerk. Iridiumstäbe auf jeden Fall. Zwei Stück sogar. Zwei Leiterplatten und ich glaube ein Kompass, ne? Das Ding, was brauche ich da? Silizium, Magnesium, zweimal Silizium. Magnesium. Zweimal Aluminium. Gut, dann können wir mal jetzt auf der Karte gucken. Obwohl GPS-Satellit. Ne, wir sehen bis zur 3, bis zur 4, den haben wir noch nicht. Genau. Den jagt man nämlich jetzt in der Luft. So, die werden wir bauen. Okay, die muss erstmal abheben. Dann nehmen wir den Bauplan wieder raus. Wunderbar, sollte jetzt eigentlich schon auf Stufe 4 gehen, genau. Hier haben wir nämlich auch den Krater, da waren wir nämlich auch noch absolut überhaupt nicht. Hier ist das Vulkangebiet, da waren wir auch noch nicht.
Hier ist unsere Basis. Wir müssten eigentlich hier hinter mal gehen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einiges zu entdecken. Ist aber echt groß hier. Hier ist Osmine, hier ist das Lavagebiet und hier hinten ist aber auch noch mal irgendwas. Und hier haben wir unseren Wächter gefunden. Dann, genau, wir wollten schauen, was wir, ob wir so eine Wächter, was wir von diesen Wächterdingern haben. Dann nehme ich auf jeden Fall mal ein Wasser mit. Sauerstoff brauche ich ja nur beim Tauchen. Wir nehmen mal ganz schnell den Honig mit, hier, wenn wir immer hier sind. Und dann Honig hier hinten. Und dann schauen wir mal, okay, Stoff haben wir nun auch schon ein bisschen was entwickelt. Wo sind jetzt Stoff hin? Stoff hatte ich da auch irgendwo hier, oder? Stoff? Bin ich jetzt hier ein bisschen... Tarn, sonstiges? Hatte ich jetzt Stoff hier drüben? Okay. Den habe ich hier vorne hingepackt. So, was wollten wir jetzt schauen? Wir könnten natürlich auch immer sowas hier für den Teleporter mitnehmen, damit wir den machen können. Wir können natürlich noch so einen Bohrer bauen. Ich werde mal ganz schnell ein bisschen Superlegierung machen. Und dann... nehme ich das mal mit. Die Materialien. So, ist aber, glaube ich, ne? Titan ist nämlich noch nicht voll. Eisen haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Luft. Kobalt war, glaube ich, ne, auch noch nicht. Aber Magnesium war voll, ne? Ja. So, okay. Das nehmen wir alles mit. Superlegierung haben wir hier. Sehr schön. Ich glaube, das Aluminium wird langsam wieder mal ein bisschen knapp. Mikrobauplan anheften Stufe 2, den müssten wir ja eigentlich haben, ne? Ja. Wir haben auch nichts Neues freigeschaltet, wenn ich das sehe. Osmiumstab können wir machen. Neuer Bauplan, Kernfusionsstoffzelle. Das ist definitiv neu. Okay, die können wir auf jeden Fall mal bauen. Da können wir nämlich erstmal in das Raumschiff gehen und die Tür dort offen machen. Das machen wir in der Folge noch. Osmium. Obsidian und Pulsarquarz. Ich glaube eine reicht da. Ja, das machen wir definitiv noch. Ich möchte wissen, was man in dem Raumschiff dort hinten noch finden. Entweder gehen wir in das oder in das dort. Ah, warte mal, ich glaube, hier war, glaube ich, auch ein Reaktor. Und dort oben definitiv auch. Aber bei dem bin ich mir nicht ganz so sicher hier. Ob hier auch... ob hier dann auch eine Tür aufgeht. Da müssen wir auf jeden Fall mal... Nee, hier ist nämlich gar nichts drin, wenn ich das so richtig sehe. Kann ich auch die Wände nicht wegmachen. Okay, dann war hier keine Zelle drin. Und hier geht es halt nicht weiter nach unten, ne? Aber das hier sieht echt so aus, als ob man da hin kann. Aber hier kommen wir nicht weiter. Bei dem Raumschiff. Ich glaube, bei dem dort hinten
Also auf jeden Fall bei dem dort oben geht irgendwas auf. Die Frage ist jetzt... Moment, nee, das ist das dort hinten. Das ist so weit weg, dann gehen wir zu dem Raumschiff hier. Wir sind zwar jetzt schon wieder bei 25 Minuten, das ist aber vollkommen egal. Was zu essen habe ich ja noch mit, ja. Wir gucken hier hinten. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier hinten zwei so eine Kernstofffusionszellen brauchen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich jetzt total doof. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das wäre richtig doof, wenn wir jetzt hier wirklich zwei so eine Zellen brauchen. Nee, wir könnten noch eine machen, aber das sind halt alles... Das sind halt alles diese verdammten Wege, die wir nicht, eigentlich nicht doppelt gehen müssten. Okay, hier ist nichts. Hier hinten geht es noch weiter. Ah, da sind nur... Kürbissamen, okay. Okay, warte mal, dann geht es ja hier gar nicht. Nee, dann geht es hier gar nicht weiter. Okay. Hier weitergehen. Hier wollen nur diese. Das sind auf jeden Fall keine Schränke mehr. Nee. Da ist auf jeden Fall noch eine. Ah, hier ist der. Okay. Oh, hier brauche ich sogar nur eine. Sehr schön. Jetzt ist die Frage natürlich, ist jetzt die Tür aufgegangen? Ja. Die sind aufgegangen, die Türen. Sehr schön. Haben wir nämlich hier diese Brennstoffzelle eingesetzt. Okay, da sind nur Samen drin. Na, ja, wollen wir mal schauen, was sich hier drinnen noch so verbirgt. Okay, Leiterplatten nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich mit, Triebwerk, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. So, das mit, das mit, das mit, das mit, das mit. Jetzt packe ich die Pflanzen erstmal hier raus wieder und das packe ich auch erstmal raus. Wir haben nämlich hier noch eine Tür. Okay, was haben wir hier? Leiterplatten. Leiterplatten. 100 Terra-Token, 1500, 100, 5000. Sehr gut. Das ist eine Stickstoffkartusche. Okay. Ah, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ah, jetzt wird es langsam. Aber das Eisen definitiv nicht. Dafür das Osmium und das. So. Und eigentlich müsste ich das auch noch mitnehmen. Ich esse mal und trinke was. Nehmen wir die Bakterienproben mit. Lürmersamen nehme ich jetzt nicht mit. Und dann packen wir den da rein, nehme ich. Dann ist nämlich der auf jeden Fall leer. So. So, jetzt haben wir nämlich den... Würde ich sagen, das Raumschiff nämlich komplett abgeschlossen. Außer ist halt unten irgendwo noch eine Tür aufgegangen. Aber das bezweifle ich fast. Dass hier unten noch irgendwo was aufgegangen ist. Nee. Oh doch, hier. Ach du Scheiße, wir müssen hier definitiv nochmal zurück. Hier sind nämlich immer noch Leiterplatten.
drinne. Okay. Gut. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in der nächsten Folge machen. Oh, wenn wir jetzt ein... Wenn wir jetzt noch ein Obsidian haben, dann könnten wir theoretisch gesehen jetzt nochmal so eine Kernfusionszelle machen. Aber Obsidian haben wir ja eigentlich. Wir haben halt nur keinen Platz mehr im Avatar. Im Inventar. Aber ich würde halt, wie gesagt, gerne die Leiterplatten und das alles noch holen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal zurückfliegen. Und das werde ich auch mit euch zusammen machen. Weil... Ich... Sonst, weil ich nicht verstehe, warum ich das nicht mit euch zusammen machen soll. So, das kommt alles hier rein. So, und jetzt holen wir uns mal noch ein Obsidian. Und dann können wir auf jeden Fall noch so eine Kernfusionszelle machen. Die wir auf jeden Fall mit hier vorne reinpacken. So, Zeolit, Osmium. Stäbe kommen hier rein. Iridiumstäbe haben wir hier. Schwarzpulver haben wir hier. Superlegierung haben wir hier. Leiterplatten haben wir hier. Und Stickstoffkartusche kommt hier mit hin und Bakterien hatten wir. Haben wir hier. Okay. Trinken und Essen habe ich noch. Moment, ich habe hier noch Kürbis, nehme ich mit. So, dann werden wir nämlich noch die restlichen Leiterplatten holen. Das wäre nämlich echt schade, wenn wir die jetzt da liegen lassen würden. Das wäre auf jeden Fall nicht so prickelnd, wenn wir jetzt einmal in dem Raumschiff drin waren. Achso, ich habe immer noch nicht geguckt wegen diesen Schlüsseln, dann hätten wir die... Na gut, das können wir auch in der nächsten Folge machen. Hier hinten wächst auf jeden Fall... Richtig schön alles grün wird hier. Das gefällt mir echt. So, wir mussten, glaube ich, nach oben, nach rechts, durch die Türen und dann links, wenn mich nicht alles täuscht. So, nach rechts, durch die Türen. Und hier nach links, ne? Ja. Das wird definitiv hier... Jetzt können wir nämlich die ganzen Leiterplatten noch mitnehmen. Sehr schön. Dann haben wir hier jetzt definitiv... Ah, die geht nicht... Die geht nicht auf die Tür. Dann haben wir jetzt definitiv auf jeden Fall alles raus. Aus dem Raumschiff. Ich denke mal, hier ist nicht noch irgendwo... Hier ist nicht noch irgendwo noch eine Tür aufgegangen, oder? Ich meine, wir könnten natürlich hier gucken, aber hier unten... Hier unten war keine Tür mehr. Ne. Hier unten war definitiv keine Tür mehr. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir die Folge beenden, fliegen wir nochmal hier hinter. Hier ist auf jeden Fall noch ein paar Teile von diesem Raumschiff. Natürlich nichts drin, aber hier wird's... Ah, schaut mal, hier wachsen nämlich auch jetzt Pflanzen. Aluminium, Lörma, das nehmen wir mit. Damit ich die Kiste abbauen kann, damit wir wissen, dass wir da schon dran waren, ne? Schön sieht's ja aus. Langsam entsteht hier auch ein bisschen Wasser. Okay, warte mal, hier haben wir sogar schon mal... Hier haben wir sogar schon mal was aufgebaut. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, deswegen, das kann weg. Das verschandet nur... Das verschandet ja nur die Umgebung. Aber wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier sind wir in der... Ach ja, okay, ich weiß, ich weiß. Es ist doch hier, wo es die schöne, schön viel Superlegierung gibt. Kann man natürlich noch, die wir finden, kann man natürlich noch mitnehmen. Weil Superlegierung kann man halt immer gebrauchen.
Ja. Nein, es... Bin ich hier runtergeflogen. Shit. Lass mich hoch, lass mich hoch. Ah. Dann eben nicht. Mensch. So ein Käse, ja. Und bei den Wasserfällen brauchen wir auch noch nicht. So, hier kann ich hochgehen. Okay, da komme ich aber nicht darüber. Ah, war da jetzt noch eine Kiste? Okay, hier ist noch ein großer Baum entstanden hier oben. Aber ansonsten, ja, warte mal. Vielleicht habe ich hier ja Glück. Ja. Bin ich nämlich noch hier oben, genau. Dann nehme ich noch ein bisschen Superlegierung mitnehmen. Ja. Nein. Okay, egal. Jetzt bin ich runtergeflogen. Da bildet sich natürlich auch langsam schon Wasser drin, ne? Okay, naja, eine habe ich noch bekommen. Eine habe ich noch bekommen. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen... Oh ne, wir sind voll. Wir können doch nichts mehr mitnehmen. Ich wollte gerade sagen... So, Superlegierung war hier. Siehst du, jetzt habe ich sogar Eisen noch dabei. Leiterplatten habe ich dabei. Dünger und Schwarzpulver. Osmium. So, Schwarzpulver haben wir hier. Osmium haben wir hier. Pulsarquarz haben wir hier. Zeolit haben wir hier. Eisen haben wir hier. Titan haben wir hier. Lithium haben wir hier. Aluminium haben wir hier. Dann kommen hier die ganzen Pflanzen rein. Packe am besten noch die Essensdinger mit rein. Lörma kommt hier rein. Dann habe ich noch zwei Triebwerke. Ein bisschen Eisen, den Kürbis kann ich essen und noch so eine olle Larve. So, Eisen ist nämlich voll. Eine gemeine Larve. Aber wir könnten natürlich nochmal Schmetterlinge oder so machen. Die Bienenlarve habe ich auch noch eine. Was braucht man hier? Ne? Das haben wir noch nicht. Oder hier Chromfischer, da brauche ich noch das komische Plankton. Seltene Larve haben wir nicht. Wir haben hier genommen nur die gemeine Larve oder die ungewöhnliche Larve. Gemeine Larve. Wir brauchen halt die seltene Larve, ne? Die haben wir halt nicht. Absolut nicht mehr. Das ist echt nervig. Boah. Guck mal, hier könnte man theoretisch gesehen noch so ein bisschen so ein Blumendinger hinbauen. Schmetterlingsfarm. Schmetterlingsfarm haben wir schon, ne? Ja, da vorne haben wir eine Schmetterlingsfarm, genau. Und da hinten hat man auch noch irgendwo eine hingepackt. Sauerstoffkapseln brauche ich zwar nicht, aber ich hebe sie mal trotzdem noch mit auf. So, und dann ist aber wirklich jetzt die Folge vorbei. Ich spiele schon wieder viel zu lange. Wie sieht es hier mit Wasser aus? Ist auch voll. Stoff ist auch schon wieder ein bisschen was. Reicht aber, glaube ich, auch noch nicht komplett, um die Rakete zu füllen. Ne? 15, 15, 20. Obwohl, das geht mal rein. Dann machen wir noch ein bisschen, was Triebwerke. Haben wir Triebwerke noch ein paar? Ja. 1, 2, 3, 4, 5.
Dann könnten wir eigentlich diese Rakete schon wieder abschicken. Dann könnten wir gleich mal schauen, ob wir vielleicht noch... So, die ist voll. Und Triebwerke gibt es auch, genau. Gibt es auch nur 13 Terra-Token. Wie viel haben wir denn? Wir haben 10.000. Also ich könnte auf jeden Fall... Na, Kakao, Weizen haben wir. Luftmittel, Wärme, Rosen, rosa Baumsamen. Fische, Falaria, Schmetterlingseier. Ja, die kostet 4,5. Raumanzug braucht man nicht. 3x3 Wohnmobil. Krone Stufe 2, die kostet 12.000. Die können wir uns nicht holen. Hologrammprojektor, Brunnen. Na, das ist alles ein bisschen sehr teuer, ne? Den Baumsamen können wir mitnehmen und die Schmetterlingslarve nehmen wir mit, würde ich sagen. So, sind 8.000. Handelsrakete starten. Wir haben natürlich jetzt hier hinten auch noch eine, da ist aber halt noch nichts drin, ne? So, aber wie gesagt, das war jetzt sowieso das Letzte, was ich in dieser Folge mit euch... Moment, ne, ein was mache ich noch. Wie viel haben wir? Wir haben 3 Wächterschlüssel. 1, 2, 3. Dann müssten wir die wahrscheinlich mitnehmen und gehen dann dort hinter zu der Dings, wo wir die einsetzen müssen. Ich denke mal, das werden wir machen in der nächsten Folge. So, ich glaube, Auberginen haben wir mittlerweile echt richtig viel. Und Bohnen haben wir auch richtig viel, aber die Bohnen bringen, glaube ich, mehr als die Auberginen, deswegen habe ich die nämlich auch hier drinne. Dann werde ich mal eine zum Essen mitnehmen. So, jetzt kommen die 3 Dinger raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Planet Crafter wieder. Wir haben immerhin knapp 10% geschafft, was die Fische angeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Ciao, ciao.